Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Heute zu einer kleinen Map-Vorstellung beziehungsweise diesmal ein Map-Update. Und zwar haben wir hier eine französische Karte. Ihr kennt sie vielleicht unter dem Namen La campagne angevine. Die Landschaft von Anjou. genau. Und zwar ist die Karte hier im Mod-Hub erschienen. Gab mittlerweile auch schon ein paar Updates hier. Das könnt ihr nochmal gerne im Detail nachlesen. Was auf jeden Fall wichtig ist hier, wir haben verschiedene Tierställe, wir haben verschiedene Produktionen, wir haben diverse Felder, wir haben Wälder. Also es ist hier wirklich für jeden was dabei. Und ich würde sagen, wir gucken uns das gleich einmal an. Die Karte ist hier natürlich für PC und Konsolen geeignet. Schaut gerne mal hier im Mod-Hub vorbei. Und ja, wir gucken jetzt direkt in die Karte rein. Und ich bin gespannt, was sich da verändert hat. So, und schon geht's hier los. Ja, wir starten immer noch an dem gleichen Startpunkt hier, an diesem schönen Häuschen auf der Terrasse. Und ihr wisst ja, anschnallen nicht vergessen. Wir gucken uns erst einmal kurz um. Machen mal den 360-Grad-Blick. So sieht das Ganze hier mal im Drehblick aus. Ja, ich würde sagen, wir machen trotzdem einmal kurz den Fahrzeugcheck. Mal schauen, was da geboten ist. Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal einen Steyr. Dann haben wir hier noch einen Valtra, einen Massey Ferguson. Den Mähdrescher brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Genauso wenig wie dieses Vehikel. So, einen Anhänger haben wir dabei. Schneidwerk passend, klar. Hier den Grubber und eine kleine Sämaschine plus Gewichte. Also hier eine minimale Ausstattung. Gemietet ist nichts. So, dann gucken wir mal hier, wie sieht's aus mit dem Baumenü. Okay, also hier können wir auf jeden Fall was verkaufen. Den Schuppen. Farmhaus. Okay, das Gebäude können wir hier nicht verkaufen. Das auch nicht. Okay. Also ein paar Sachen können wir hier definitiv loswerden. Ja, dann gucken wir mal durch. Was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall ein paar angepasste Sachen, die hier verbaut sind. So, da haben wir auch was. Da auch. Ja, also ihr seht schon, hier wurde überall ein wenig was angepasst. So, wie schaut es hier bei den Tieren aus? Okay, also da wurde auch was geändert. Hier auch überall. So, jetzt gucken wir hier mal in den Landschaftsbau. Bodentexturen. Also da haben wir auf jeden Fall ein paar mehr als wie bei den meisten Karten. Baumtechnisch. Ja. Oh, haben wir nicht ganz so viele. Aber doch, sollte ausreichen. Und hier bei den Pflanzen und Büschen. Okay, haben wir nur die 5. Ja, mein Gott. Kann man mitleben. Ja, jetzt wird es aber eigentlich erst interessant. Ja, wir gucken uns mal die Karte an.
So. Dann muss man schauen, dass wir die alle hier komplett drauf kriegen, um mal ein bisschen zu schauen, was ist dann gleich geblieben. Also hier oben die Gewächshäuser. Das ist auf dem alten Bild genauso. Ich habe mir das hier mal nebenbei parallel aufgemacht. Dann haben wir den Viehmarkt, der ist gleich. Zuckerfabrik ist gleich. Käserei ist gleich. Hier unten Ballenverkauf ist gleich. Sägewerk, Schreinerei ist auch gleich. Hier die BGA ist da. Jawohl, Schreinerei. Bäckerei, Erde und Natur, okay. Interessant. So, dann haben wir hier die Molkerei. Das sieht mir vom Gebäude her gleich aus. Allerdings war das auf der letzten Karte noch nicht als Sofortsymbol da. Musste man wahrscheinlich erstmal kaufen. Und hier unten der Fahrzeughändler ist auch gleich geblieben. Ich blende euch jetzt mal hier einmal das andere Bild mit ein. So, hier könnt ihr das sehen. Also, das ist definitiv mal so gleich geblieben. Dann gucken wir uns nochmal hier die Aufteilung an. Als neuer Farmer habt ihr aktuell hier die Bereiche. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr hier, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad ihr nehmt, sind die Preise auch unterschiedlich. So, wie sieht es hier preistechnisch aus? 1,6 Millionen für den Wald, okay. Was kostet ein kleines Feld? 90. Ja, also die kleinen Flächen. Definitiv erschwinglich. Die großen, gut, ist klar, müsst ihr euch erstmal verdienen. So, dann gehen wir mal durch. Also, wir haben hier auf jeden Fall Zusatzkomponenten: Luzerne, Klee, Luzerne Saatgut. Okay. Und dementsprechend haben wir hier auch zusätzliche Güter. So, Steine ist bis dahin Standard und dann haben wir hier unten die Komponenten dazu. So, Tiere haben wir momentan nur den Kuhstall. Feldmissionen gibt es auch, sehr schön. Produktionsketten haben wir nichts am Anfang. Das passt auch. Ja, ich würde sagen, wir fliegen einmal kurz über die Karte noch rüber. Das soll dann für das Update hier auch reichen. So, einmal hier drüben rüber. Wie gesagt, es sind hier einige Sachen geupdatet worden. Kann ja mal gucken, was hier zuletzt gemacht worden ist. Neue Kulturen, die mit Mais Plus kompatibel sind. Luzerne, Heu, Gras und Saatgut, Klee, Heu und Gras, Rapsstroh hinzugefügt. Modifizierung des Tierfutters. Kühe, Zusatz von Rapsstroh zwischen 0 und 35%, Zugabe von Luzerne und Kleeheu. Also das heißt, da wurde was bei den Kühen geändert, bei den Pferden wurde Luzerneheu mit eingefügt. Bei den Schafen Klee, Kleeheu, Luzerne, Luzerneheu. Also, ja. Die Höhe einiger Bäume wurde geändert. Okay. PDA wurde zentriert. Also, es wurde hier echt einiges angepasst. Ein paar Trigger wurden geändert. Aha, einige Gebäude geändert, die jetzt verkauft werden können. Also, da wurde eine ganze Menge gemacht. Wie gesagt, ihr kennt die Karte mit Sicherheit schon ein bisschen länger. Habt sie vielleicht auch ausgiebig getestet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Änderungen so wahrgenommen habt.
oder wie ihr die Karte auch im Allgemeinen findet. Ich lese ja gerne Kommentare, von daher schreibt es mir gerne rein. So, dann schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt hier in dem Bereich und werden dann noch mal kurz da hochfliegen. Und dann müssten wir eigentlich hier soweit alles gesehen haben. Hier, also wie gesagt, die Aufteilung, Straßenführung, hier die Felder. Es schaut mir alles wirklich sehr schön, detailliert, realistisch aus. Und was am meisten mir gefällt, sind hier natürlich die natürlichen Feldformen, dass man also nicht unbedingt hier mit Helfer oder irgendwas sich das einfach machen kann. Da bin ich ja immer noch ein bisschen oldschool. So, was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir Unterstellmöglichkeiten. Ja, sehr schön. Dann bleibt uns noch ein einziger Punkt übrig. Wir gucken noch mal hier in die Lok mit rein, wie es da ausschaut. Wenn ihr wollt, schaut einfach hier auf dem Kanal. Da gibt es natürlich dann auch die ersten Videos hier zu dieser Karte. Und da könnt ihr ja mal einen Vergleich ziehen. Ja, und die Karte ist hier absolut fehlerfrei. Keine Fehler, keine Errors, keine Warnings. Also so macht das Ganze natürlich Spaß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne ein Abo. Und empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr zufrieden seid. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.